Guess who's back? Ich bin's. Und zwar du jetzt zuerst die Frage beantworten. Und zwar kommt die Frage vom Bartli. Zum Glück habt ihr gar nicht gesehen, dass ich mir einen Sack kratze. Er hat mich gefragt, wie ein Fahrzeug würde designen und wie es würde aussehen. Wie ihr mich kennt, würde ich es absolut unpraktisch designen. Also viereckige Räder, Türen, wo die vordere Tür geht so gegen die andere Richtung auf. Der Sitz ist verstellbar, aber nur mit einem Hebel im Kofferraum. Und es soll möglichst nicht sicher sein. Ich habe mir noch gedacht, ich bin smart und tue so eine Palette raus. Weil ich habe gedacht, ich kann das so wie als Stecker brauchen. Weil mein überhaupt nicht höher Bett. So sieht es aus, das, so habe ich mir so etwas vorgestellt. Und das ist in echt passiert. Darum, das mache ich irgendwann zurück, wenn ich genug Film und hier gegen den Ecken gelaufen bin. Ich habe keine Begrüßung, Mann! Ja, willkommen an alle neuen Leute von Tiggeri Toggeri und dem Instagram-Zeug, die auf meinen Kanal sind gestossen. Hat es tatsächlich ein paar gegeben. Zwar nicht so viel, wie ich mir erhofft habe. Ihr seht, ihr könnt viel von mir erwarten, weil ich so ein Kameraprofi bin. Schaue ich, dass das Licht schön von hinten reinkommt und mir dunkler macht, dass man mich fast nicht mehr sieht. Ja, genau. Und zwar habe ich heute zwei Themen. Nochmal Thema Kleider. Nochmal Thema TikTok. Also das gleiche wie im letzten solchen Video. Fangen wir doch an mit TikTok. Ich verstehe es echt nicht. Ich verstehe es wirklich nicht. Ich komme nicht nach dem Algorithmus dort. So, hä? Ein paar Videos haben 23'000 Aufrufe. Und alle, die mir oberkörperfrei sind, Mann. Ich habe sogar ein Video müssen abnehmen, weil ich von Italienern kaputt geflamed bin worden. Boah, ich hasse Hunger. Das ist mein Hunger. Auf jeden Fall habe ich bei diesem Italiener provozieren Videoclip, der schon auf YouTube war, habe ich ein paar funny Kommentare bekommen. Alter, die Hunger. Schwöre, ich koche die. Wieso? Also, die sind alle innerhalb von einer Stunde gekommen. Es waren irgendwie vier Leute gewesen oder so, die sehr abgefuckt haben. Dann habe ich gedacht, okay, jetzt bist du ein falscher Bubble. Jetzt haben sie alle Namen und Profilbilder. Es hat einer geschrieben, mit Italiener macht man keinen Spass. Ne, keine Ahnung, ich kann hier mal ein Bild blenden, das ist so eine, die ist 10. Dann hat einer geschrieben, soll es in Lecke machen? Ah! Und hat irgendeinen markiert. Und ich denke mir so, lege mir am Arsch. Ein nächstes Mal, schade, hat er nicht auf die Fresse bekommen. Wäre lustiger gewesen. Okay, fair enough. Und dann hat er noch, der schießt dich in die Hose. Mach das bei mir und du siehst. Ich, oh Hilfe, bitte nicht zu lagen. Dann hatte ich keinen Bock mehr gehabt. Absolut Arschiss. Und dann, was macht man? Als unprofessioneller Influencer. Man nimmt das Video auf privat. Nein, ich habe sicher meine Lektion daraus gelernt, dass ich einfach auch Leute erreiche, die ich nicht erreichen so auf TikTok. Aber das ist fein. Ich muss zugeben, der Titel war auch ziemlich provokant gewesen, so. Aber da sehe ich jetzt nicht einmal das Problem bei mir. Aber nein, sonst, bis auf das ist TikTok absolut nice. Es ist absolut absehbar, was für TikToks die Algorithmus geschwemmt werden. Interessiert euch eh nicht? Vielleicht habe ich gedacht, ja, jetzt zeige ich mal Kommentare, weil ich habe kein Vlog-Material mehr. Ja, ich habe absolut nichts mehr. Ah, sorry Nerv. Was ich aber mehr interessieren könnte, ist Kleider. Bezüglich Kleidersdesign, wo ich dann wirklich ein bisschen mehr Kleider holen will, wo ihr mir dann auch schreiben könnt. Das ist noch in Bearbeitung. Da kommt sicher auch noch mal so ein Video. Nein, zwar der Michi Hoodie, den ich euch im letzten Video gezeigt habe. Dort habe ich die erste Version euch gar nicht gezeigt. Also es gibt keine zweite Version, es ist genau gleich, einfach in grösserer Grösse. Und ein paar haben auch die gefühlt. Darum habe ich die bestellt. Und die sind heute angekommen. Ich kann dir auch mal zeigen, wie die in echt aussehen. Ich lege ihnen auch an, keine Angst. Da ist der QR-Code. Haha, ich habe einfach Merch. Ich habe Merch. Das glaubt mir kein Schwanz. Das ist jetzt natürlich scheiße mit dem Licht, aber wisst ihr was? Ich gebe einen Fick drauf. So, das ist einfach wirklich printed, das ist nicht gestickt oder so. Wenn es dann mal vielleicht mehr Kleider gibt, keine, dann vielleicht schon, aber gerade noch nicht. Sie wollten nur ihre Hosen zeigen. Und bei den anderen Bullies kommt es darauf an,
wie viel das überhaupt einer will. Die anderen zahlen jetzt für den 45. Wenn ich von den anderen entsprechend mehr bestellen kann, droppt das auch auf 38 oder so. Dann würden die für 40 rausgehen. Das ist für mich eher ein Minusgeschäft. Aber das Logo wird auch noch überarbeitet beim neuen. Also, eben, ich würde den noch keinen bestellen, solange ihr das Design noch nicht gesehen habt. Das war jetzt absolut random, das Video. Und ich sehe einen Fakt ab aus. Das Licht ist absolut beschissen, Alter. Wieso schaut ihr die Videos überhaupt? Ah! Bis nächste Woche. Nächste Woche habe ich eine Stunde frei. Eine ganze Woche lang. Und dann habe ich sicher wieder Vlogging-Zeugs. Wenn ihr bis hier geschaut habt und euch das Video gefallen hat, hier gebt mir ein Like auf den Hang. Danke. Die andere Kamera so. Movie-Aufnahmen wurden beendet. Darum sage ich mit dieser Tschüss. Tschüss.